Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir haben was vor. Scheinbar kommen wir hier nämlich nicht weiter, weil wir irgendwie was hier nicht abgeben können. Auch der Questmarker wird seltsamerweise hier nicht angezeigt. Und deshalb werden wir uns hier erstmal um die Sache kümmern, die wir... Moment. Werden wir uns um die Sache kümmern, nein, Quatsch, da, Inventar, die jetzt hier möglicherweise zum Erfolg führt. Und zwar werden wir jetzt nach Meriet reisen, machen also die Hauptquest an der Stelle weiter. Denn die wichtigen Protagonisten, also sprich der eine Bruder hier, Namen habe ich vergessen, der jedenfalls die Heilung macht und so weiter, plus eben halt Johanka, die sind jetzt da. Und ja. Schauen wir mal. Wir kommen natürlich mitten in der Nacht an. Es ist logisch. Ba ba ba. Ba ba ba. So. Irgendwo war die Taverne. Das ist nicht die hier. Oh, warte mal. Nicht, dass wir Ärger kriegen. Moment. Ne? Fackeln und so. Die Taverne. Oh Gott, wo waren die Taverne? Das war hier, ne? Nee? Hä? Taverne, wo bist du? Ach so, das gab hier keine. Das wird immer besser. Das wird immer besser. Wieso gibt es hier keine Taverne? Okay, dann stellen wir uns hier hin. Und warten einfach der Dinge. Hier dürften wir ja, wenn, nicht von Ihmchen hier angegriffen werden. Ne? Ja, in der letzten Folge sind wir ja auf einen Bug gestoßen, auf eine verbuggte Quest. Die können wir auch nicht... abgeschlossen ist sie, aber eigentlich gibt es da noch so einen Punkt, den man nicht sieht, von wegen abschließen. Ne? Weil wir nämlich diese eine Schale, diese Reliquie, haben wir nicht zurückgebracht. Und wir konnten sie auch nicht zurückbringen, weil der Spot zum Zurückbringen nicht da ist. Der war mal immer kurzzeitig vor ein paar Folgen einmal da und danach nie wieder. Also wenn wir dann geladen haben, war dafür kurzzeitig dann da, aber danach nie wieder. So, ich glaube, jetzt können wir die Fackel wieder wegpacken. So, jetzt schauen wir mal. Wir sind jetzt verhöre den Gefangenen in Meriet. Optional finde heraus, was mit Matthias geschehen ist. Ja, was ist Matthias? Ich weiß nicht, was mit Matthias ist. Ach, hier oben war das Lager. Da hätten wir schlafen können. Das ist das. Okay. Ja, aber wo sind denn... Soll ich jetzt mal probieren? Warte mal, wer bist du? Dorfbewohner, okay. Ja, willkommen, willkommen, willkommen. So, das ist eine Wache. Die geht weg. Und mal hier vorne qualmte das. Ja, so ein bisschen was in Schutt und Asche. Ah, das ist ekelhaft mit den Tieren. So, dann haben wir hier... glaube ich, die Wache gehabt, ne? Irgendwo war doch der Wächter, der stand doch so rum und hat aufgepasst auf den Gefangenen. Da hinten? Also irgendwie, warte mal, haben wir dich jetzt geheilt hier, oder? Bruder, bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Warte, ich komme wieder. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Warum wird jetzt so oft immer mit dem unrechtmäßig Eindringen gewarnt? Also irgendwie fühle ich mich gerade hier ein bisschen verloren. Wo ist denn der Typ? Du.
rein. Immer noch nicht? Will ich um Erlaubnis bitten. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich will da rein. Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, da darf niemand rein. Melichas Befehl. Ich bin Herr Ratzigs Gesandter und muss unbedingt den Gefangenen verhören. Selbst wenn du der Gesandte des Papstes wärst. Nein. Wenn du mit dem Gefangenen reden willst, frag Melicha um Erlaubnis. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Ja, wir besorgen. Bist du? Nee, du bist Wächter. Okay, wir brauchen was zu futtern. Das kriegen wir... Ah, nee, so nicht. Pferd. Milch. Hier. Hi. Da ist er doch. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja. So. Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genützt also nicht, dass der junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Ich bin wirklich ziemlich hungrig. So, was machen wir jetzt? Darf ich jetzt den Gefangenen endlich verhören? Ich bin wirklich ziemlich... Oder muss ich mich jetzt um Stroh kümmern? Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen abwesend hier. Warte mal. Schnell mal was essen. So. Stroh, erzähl. Lass mich in Ruhe. Stroh, erzähl nicht. Oh, da bist du ja. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Noch nicht. Ich... Was um Himmels Willen tust du denn hier? Wenn die Leute ihren Trank nicht rechtzeitig bekommen, schließen sie sich den himmlischen Heerscharen an. Hol die Medizin, Heinrich. Los mit dir. Aber wo? Warte mal, ich brauche noch mal Hilfe. So, jetzt da. Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern! Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben. Wo ist denn das Herbarium? Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Alkohol. Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Okay. Dann können wir gleich üben, hoffentlich. Alchemie. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. So, Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, doch, ist immer nur. Komm, jetzt. Ist das nicht etwas viel? Und Feuer. Was sagst du dazu? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Es aufhören. Einverstanden. Hör gut zu. Okay, haben wir auch. So, das ist Nikodemus. Das Problem ist, es steht nicht da, dass wir das brauchen, oder nicht? Ach so, doch, hier. Wir haben es abgehakt. Ich habe den alten Stroh versprochen, seine Frau zu heilen. Ich habe beschlossen, das Heilmittel für die Kranken doch selbst. Buddha ist indes bereits nach Merit. Okay, wie soll ich das machen? So, ich bin absolut... Wo ist denn das Herbarium? Ist es das, was da zu finden ist, da in der Ecke, oder? Wobei, hier ist ein Alchemietisch. Was ist das hier? Auch ein Alchemietisch.
Kräuterkundler. Das ist hier vorne auf der Ecke. Ach, warte mal, vielleicht ist es da. Das habe ich gar nicht gesehen. Mein Fehler. Okay. Vielleicht können wir es doch dann. Herbarium ist dann also vorne auf der Ecke. Dann können wir vielleicht ja, das Gegengift dann brauen, hoffentlich. Nochmal hinsetzen, ja. So. Oh, das Shift wieder. So, du bleibst mal hier stehen. Du. So, hier gibt es also ein Herbarium. Wo? Da in der Ecke, okay. Hier also. Ich kann hier nicht hin. Darf ich da rein, Bruder Fördner? Ich kann doch mich nicht da reinschummeln. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. So, wie schwer war denn hier das aufzuknacken? Schwer, ne? Ja. Okay, das können wir also nicht. Das können wir uns abschminken. So, haben wir noch irgendwas? Nein. Das heißt, wir müssen hoffen, dass wir hier am Alchemietisch irgendwie alles finden. Warte mal, hier oben geht es ja auch noch. Ah, nee, da geht es ja nur auf. Ja, okay. So. Und hier haben wir zwar das. Warte mal, mithilfe der Körpersäfte. Moment. Eine Vergiftung. Nahsümpfe oder zeigt sich Gift. Vergiftet sind Menschen, Beispiel für alle vom selben sind Menschen wie Tier und letztere betroffen. Ja, aber hier steht nicht drin, wie man das heilt und kuriert. Wie kuriert man denn Vergiftung? Hier stand es auch nicht. Gegen Flöhe und Warzen. Flöhe und Warzen. Nee. Hier ist noch ein Buch. Das hatten wir eigentlich auch, ne? Nee, es ist Alchemie. Pass auf. Was haben wir denn da? Lesen. Starkes alkoholisches Getränk, das Tagträume hervorruft. Bitter und gut für die Verdauung. Wir brauchen zweimal Wermut und Salbei. Toll. Haben wir nicht. Weiter. Trank des Baden. Ui, wir können es machen. Zornestrunk? Nein. Retterschnaps? Nein. Heilmittel für Merhoyet. Wir brauchen Wasser, Holzkohle, Baldrian und zweimal Distel. So, welche Kräuter haben wir denn? Da ist eine Distel. Nochmal zurück. Distel ist ein wundersames Heilmittel gegen allerlei Leiden, insbesondere gegen die Pest. Im Wasser lindern sie Schmerzen und Vergiftung und im Bier wirkt sie appetitanregend. In Wein trübt sie doch den Geist und soll so nicht getrunken werden. Wasser lindert Schmerzen und Vergiftung. Okay, das ist die Distel und dann haben wir, was war das andere? Bilsenkraut, jetzt habe ich, komm mal, kommt die Seite, genau. Distel und Baldrian. So, warte mal. Zettel. Ich brauche einen Zettel. Das ist ein falscher Zettel. So. Aufmachen. Ja. Aua. So. Heilmittel. So, das wäre Wasser. Das haben wir bestimmt. Holzkohle. Das müssen wir wahrscheinlich holen. Einmal Baldrian. Das haben wir noch nicht. Das müssen wir irgendwo holen. Und zweimal Distel. Distel kriegen wir auf dem Feld. So, und dann möchte ich hier. Hier hat man noch. Retterschnaps nicht, den Zornestrunk nicht, den Trank hier vor war das, ne? Wermutgeist. Bitter und gut für die Verdauung. Gibt den Wermut hinzu und lass alles für zwei Santo. Ist das nicht das Süße? Nee, ne? Warte mal, ich guck mal. Ne? Da. Gift. Hier, Schlaftrunk. Da. Und dann Schlaf. So, wir brauchen Öl. Einmal Mohn, das ist die rote Blume. Einmal Einbeere. Die haben wir auch noch nicht. Und einmal Distel. Okay. Das heißt zurück. So, gucken wir mal. Wir haben dann Kessel. Wir haben Tiegel, Destillator zerstoßen. Ach, du Heilige. Da haben wir Öl, das ist gut. Wir haben Wasser. Wir brauchen also Holzkohle, Baldrian und Distel. Glaube ich zumindest. Oder wir finden hier Kräuter in der Nähe.
Ah, guck mal hier. Baldrian, Distel, Einbeere, Holzkohle zweimal. Was braucht man noch? Das haben wir. Einbeere haben wir. Mohn. Mohnblume haben wir genau einmal. Distel haben wir jetzt drei. Also wir können gerade so das hier machen, was wir machen müssen. Ne? Schlaföl. Okay, pass auf. Wir speichern aber vorher ab, weil ich nicht weiß, ob das hier funktioniert. Weil wir machen das jetzt zum ersten Mal. So, wir müssen im Inventar halt erstmal Wasser. Ne? Das ist Wein. Da. Okay, er macht das von alleine. Das ist gut. Wasser. Ich mache das mal oder versuche das in der Reihenfolge von links nach rechts, wie es im Dings war. So, wir brauchen die Holzkohle. Einmal. Ach so, warte mal. Holzkohle. Einmal Baldrian. Ah. Und Distel. So. Okay. Dann benutze Holzkohle. Ach, als Filter, okay. Dann benutze einmal Baldrian. Und benutze zweimal Distel. Ah, okay. Einmal. So. Und zweimal. So, und dann sollen wir das Ganze... Jetzt haben wir das dann drin. Warte, ich guck mal. So, bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Distel und etwas Kohle vor. Gib die Distel in den Kessel und lass sie für zwei Sand... Ja, ich weiß, dass sie verloren gehen. Genau aus dem Grund habe ich gespeichert. Oh mein Gott. So, pass auf. Wir gucken uns das Ding hier nochmal an. Jawohl. Dann gucken wir nochmal. Ich bin so ein Idiot. Egal. Nee, das war einer zu viel. So, das heißt Heilmittel. Wir brauchen Wasser. Wasser. Danach muss die Distel rein. Ne? Zweimal Sanduhr. Kochen. Ich schreibe mir das nämlich jetzt auch nochmal auf. Dann Baldrian. Baldrian. Und dann einmal Sanduhr. Kühlen. Und dann kommt Kohle. Aber lass das Gemisch nicht kochen. Oh Gott. Okay. Also, wir fangen an. Wasser. Ohne Wasser ist nicht. So. Ja. Dann brauchen wir die Distel, die wir jetzt aus dem Inventar holen noch. Wir brauchen die Distel, wir brauchen die Holzkohle und wir brauchen den Baldrian. So. Wir nehmen also die Distel. Packen das da rein. Okay, wir nehmen nochmal eine Distel. Packen das rein. So, was ist, wenn wir jetzt... Okay, einmal umdrehen bitte. Jetzt müssen wir warten, bis sie durch ist. So, dann brauchen wir... Wie machen wir denn hier Feuer? Jetzt mal im Ernst, wie machen wir denn hier Feuer? Ach so, Q drücken. Okay. Ja.
1. Zwei. So. Baldrian rein. Kuh. So. So, jetzt lassen wir es abkühlen und jetzt nehmen wir die Holzkohle. Ja. Und nu? Tiegel. Können wir hier... Fiole, warte mal. So, und da bitte rein. Ja, dies wird den Trank fertigstellen, ist ja richtig. Denn ich gehe davon aus, dass der Trank fertig ist. Haben wir's? Yes! Yes! Okay, es ist nicht einfach. So, dann machen wir jetzt noch den Schlaftrunk. So, dann gucken wir mal. Schlafen. Mühe doch vor sich vor zu häufigen Gebrauch, denn er vermag den Geist, bla 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 bla. Öl. Okay. Und je eine Handvoll Mohnblumen, einmal Mohn. Achso. So, gib die Mohnblumen in den Kessel und lass sie für einmal Sanduhr. Okay. Dann Disteln. So, dann kochen. Und dann lass das Gemisch abkühlen und gib dann Einbeeren und dann Einbeeren. Okay, das probieren wir jetzt auch noch aus. Dann haben wir das nämlich gleich intus hier. So, wir sollen Öl nehmen. Da ist es. Ja, okay, klötert ein bisschen daneben, ist nicht so schlimm. Und dann sollen wir aus dem Inventar brauchen wir jetzt einmal eine Einbeere. Wir brauchen einmal eine Mohnblume und wir brauchen einmal, wo ist die Distel? Das ist doof, wo ist die Distel? Kann ich das wieder mitnehmen? Wir hatten ausreichend Disteln, das weiß ich ganz genau. Na toll. Toll. Oh. Wo ist die Distel hin, die Gottverdammte? So, warte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Da war was, da was war. Da, da, da. Haben wir noch irgendwo einen Kräuterkundler? Nee, ne? Oh, ich kann doch jetzt nicht über die Felder rennen. Muss ich aber anscheinend. In der Hoffnung, Distel zu finden. Weil mir das hier keiner verkauft. Oh. So, was haben wir hier? Das ist eine Mohnblume, ne? Oder, was? Ringelblume. Okay, nehmen wir mit. Distel. Warte mal, das könnten... nichts sein. Hier sind Mohnblumen, okay. Komm, die Distel müssen hier eigentlich auch zu finden sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Da. Da, Distel. Super, haben wir. Ich wusste doch, das sind Disteln. So. Oh, wir sind überladen. Moment, ich muss mal was dem Pferd zuschustern. Ja. So. Ein paar Brennnessel rüber, die brauchen wir jetzt ja nicht. Komm. Hm.
So, nochmal. Alchemie beginnen. Wir packen es mal gleich hin. Was hatten wir gesagt? Wir brauchen Mohnblume. Distel brauchen wir und wir brauchen eine Einbeere. Da. Okay. Haben wir. Wir brauchen Öl. Wir sollen Öl anfangen, dann sollen wir Mohn reinwerfen und einmal aufkochen. Ja. Also. Mohn. Da. So, rein mit dir. Dann aufkochen. So. So, dann sollen wir Distel. Nehmen wir schon mal in der Hand. So, rein damit. Ja. Aufkochen. Ich glaube, das reicht. Und dann ein Beere zum Schluss. Okay. Und dann nehmen wir eine Fiole. Und... Ja, ich weiß. So, ich hoffe, wir haben jetzt ein Schlafmittel. Oder? Komm. Jawohl. Jawohl. So, mein lieber Freund. Nee, du nicht. Du hier? Nee. Der... Nee, hä? Was willst du? Hoffentlich sind das die Kräuter. Mohnblume, ne? Nee. Die vom Kräuterweib haben anders ausgesehen. Ach so, die Herbarium. Blödsinn. Warte mal. Wer kann denn hier nicht schlafen? Der hier war das. So, hier. Ich habe hier etwas für dich. Wirklich? Trink das und du schläfst wie ein Stein. Oh, danke. Okay, ich wollte schon gerade sagen, wir haben es ihm gerade gegeben und kriegen die Quest nicht mehr gelöst. Das hätten wir dann auch. Sehr gut. Das heißt, wie sieht das aus hier gerade? Hilft dabei die Kranken, haben wir. Wir brauchen noch Ditte, Heilkräuter für Semme. Helft dem Mann mit dem gebrochenen Bein. Dazu habe ich jetzt aber nichts gelesen hier, ne? Also wir haben... Haben wir irgendwas hier mit gebrochenen... warte mal, dass wir... Nee. Trank des Baden brauchen wir nicht. Zornestrunk. Versetzt in den Blutrausch, erhöht die Stärke und Effektivität. Sei jedoch auf der Ruhe. Nee. Retterschnaps, nein. Heilmittel, nein. Gift, nein. Schlaftrunk, nein. Und mehr haben wir nicht. Okay. Dann... machen wir uns jetzt erstmal auf mit dem Zaubertrank, den wir haben. Ja, mit dem Zaubertrank und können vielleicht hier die Vergiftung retten. Ba, 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 ba. Nein. Och, komm, bitte. Bitte nicht. Ich werde angegriffen und kann mich nicht wehren. Das ist wusste ich doch. Ach, komm, hör auf. Okay. Komm her. Ach, komm. Wieso bist ihr? Au! Lässt du mich in Ruhe oder was?
Jo. Ein alleine. Aua. Komm her. Haha. Komm. Komm. Was? Was für ein Ding? Komm. Hau ab, aber lass die Waffe hier. Verstanden? Waffe hier, du verpiss dich. Jo, jo, c'è claro. Dai, cosa l'hai misslig bei Apritolog? Hau ab. Jetzt bist du dran. Okay, ich bin zwar jetzt überladen, aber ist vollkommen egal. So, die Äpfel nehme ich, Dietrich nehme ich, die Kettenhaube, die können wir verkaufen. Die sind ein bisschen Geld wert. So, warte. Meine Fresse. Da hinten steht einer, guck mal, da drüben. Wer ist hier eigentlich? Ach so, das ist auch noch die Richtung, wo wir hin müssen. Warte mal, aber erst müssen wir das, die Sachen dem Pferd überhelfen. So, rüber. Sonst ist das zu schwer. Das schaffe ich sonst nicht. Gewöhnlicher Säbel geht rüber. Schild geht rüber. Gucke, siehst du, ist wunderbar. Ach so, ich sollte vielleicht essen. Und ich bin wie stark verwundet, verletzter Torso. Also ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich werde mal... Steinpilz? Nee, die werden wir mal fallen lassen. Ja, beide. Und essen mal die Äpfel. Ja, mehr haben wir nicht. So, da gucken wir mal. Wie weit sind wir eigentlich entfernt? Ah, wir haben es ja richtig, richtig weit haben wir es geschafft. Mann. Und was ist das da eigentlich? Bist du der Geflüchtete? Du solltest abhauen, habe ich gesagt. Aber er wollte nicht hören. Okay. Super, ist auch da. Plündern. Was haben wir denn hier noch? Wir haben da einen Dietrich. Dörrfleisch nehmen wir auch mit. Da haben wir noch eine Kettenhaube. Da haben wir noch das. Okay. Das ist auch wieder, was wir dem Pferd überhelfen. Satteltasche. Das. Super. Ja, wir haben schon wieder Wildfleisch. Okay. Wie auch immer wir dazu kommen. Laufen wir überhaupt richtig? Ja. Ach so, hier ist eine Ortschaft, eine kleine. Die müssen wir uns auch mal anschauen, was das ist. Aber erstmal reiten wir weiter. Da drüben müssen wir hin. Aber wir schlagen uns recht gut, ja. Also zumindest für die Verhältnisse. Wir haben ja eigentlich noch nicht geskillt so richtig. Da ist ja noch so viel offen, was wir machen können und was wir noch updaten müssen. So, die war doch gerade eben anders gekleidet. Die war doch noch gerade im Grün. Ja, Heinrich ist wieder mal da. Wer bist du? Dorfbewohner. Wir haben hier nur B, ne? Ja. Er ist hier irgendwo hinten.
Hier. Hey, pass auf! Ja, ja. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. Vielleicht kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Ist egal. So, er hilft Stroh. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier wieder erstmal wieder die Leute behelfen. Hunger. So. Bist du von Melichas Hof? Ja. Ich muss mit dem Gefangenen sprechen. Nein. Melicha hat verboten, jemanden in seine Nähe zu lassen. Du könntest vergessen okay. Suchen wir es anders. So, wir wollen die Frau hier. Johanka. Was tust du da? Nee, ich mach gar nichts. Ich will mit dir reden. Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Aufhören! Okay. Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Ja, ich. Unglücklicherweise musste ich so etwas schon einmal tun. Ach so? Man muss die Knochen genau aneinander fügen. Keine leichte Sache und die Schmerzensschreie zehren an den Nerven. Man darf sie einfach nicht beachten. Nun gut, dann versuch es. Okay, Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett... Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken. Unsere Freunde. Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Ja, aber wo denn? Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Ich ertrage das nicht länger. Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Okay. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Nach Sasau. Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Ach so. Maria, Mutter Gottes. Ja doch, die jammert da im Hintergrund. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Okay. Was so. Ist denn? Ich will hier an die Dorfbewohner ran. Was tust du da? Ah, pass auf, wo du hingehst. Ich will mit der... Oh. Wie soll ich denn der helfen, wenn die ganze... Ah, jetzt. Grüß dich, Heinrich. Pass etwas besser auf. Oh, jetzt steht die wieder auf. Okay, Warum ist da jetzt das B aktiv? Sprich mit Melicha. Der erstmal muss ich doch den... Ich muss doch den erstmal den Leuten hier helfen. Warte mal, das machen wir auch. Na, das macht er doch hier, ne? Oh, wollen wir ihm helfen? Lasst mich doch alle in Ruhe. Okay, den helfen wir nicht. Der ist grantig. Habe ich keine Lust drauf.
So, dann hier drüben. So. Bruder, bist du es? Ah, der trinkt jetzt den Trank, pass auf. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Ja. Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. Okay. Den hätten wir. Wo sind wir jetzt? So, das heißt hier die Hütte. Ach, die den Mann verloren hat. Die Vitalität ist gestiegen. So, hier drinne. Da, Bedrischka. Ja, klar. Ja, und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel. Wir danken dir für deine Gnade. Nee, ich hatte es gemacht. Trink das und verteile es an alle im Haus. Wer denn? Der ist alles tot. Ich habe jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Ja, barmherziger Samariter, das höre ich gern. Wir sind jetzt da. Wir müssen uns hier nochmal umgucken. Nee, das ist ja hier Fregel hier, ne? Der nicht will. Und in dem anderen ist Johanka und blockiert uns. Komm bitte. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Nicht wieder hinlegen. Was zur Hölle machst du da? Ich will. Lass es aufhören. Hey. Ich glaube, hier muss ich jetzt Melchior fragen, ne? Der ist da hinten. Da kommt er. Wie geht's dir, Heinrich? Ja, mir geht's gut. Hier, hast du Medizin? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Ich lass dich, natürlich. Aber du hast zu lange gebraucht, Heinrich. Was? Das halbe Dorf ruht unter der Erde. Was? Ich tat, was ich konnte. Wie steht es um dein Weib? Klammert sich ans Leben. Aber wenn ihr nicht alle Heiligen beistehen, ist sie morgen dahin. Hoffen wir, das Heilmittel hilft. Ja, hoffen wir das, Heinrich. Falls nicht, ich wüsste nicht weiter. Jetzt öffne den Schuppen. So, ist die Quest jetzt erledigt, oder? Optional, gib den Kranken das Heilmittel. Warte mal, hier ist noch eine Hütte, ne? Komm her. Vinzenz. Du bist zurück. Ja. Das leben doch mal alle. Versprochen ist versprochen. Danke, dass du mit meinem Sohn gesprochen hast. Es wäre falsch gewesen, zu sterben, ja. Ohne mir Ruhe zu sagen. Wirst du das Testament ändern? Nicht so schnell. Kann ein Besuch jahrelanges Fehlverhalten wieder gut machen? Nein. Vermutlich nicht. Hast du das Testament übergeben? Na klar. Es liegt sicher bei Pater Fabian verwahrt. Gott sei Dank. Keine Sorge. Wow. Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold. Aus purem Gold. Gott segne dich. Jawohl. So. Warte, bis sich die Lage geklärt hat. Wir müssen aber hier rüber. Hi. Ach nee, hier müssen wir gar nicht hin. Moment. Wir müssen... Oh Gott, wo waren das? Das war, glaube ich, hier irgendwo, ne? Oh, ich suche mich jetzt wieder dumm und dämlich. Nach den Typen. Interessanter Ort. Gut, super. Das war auf irgendeinem Hinterhof. Da. Ist natürlich fies jetzt, dass das da der Schuppen offen ist. Nee, dass der Schuppen offen ist hier. So. Mein Freund. Jetzt warten und sehen, was passiert. Ich ertrage das nicht. Ja, ich auch nicht.
Ich probier's mal. Sauber. Bestraft? Wofür? So, mein Freund. Muss ich jetzt warten, oder? Bestraft? Wofür? Ja, ich weiß nicht, wofür. Strafe muss sein. Jetzt ist die Frage, wie lange wir warten müssen. Und ob der abhaut. Weil das Tor ist jetzt offen. Wie gesagt, und wie lange müssen wir warten? Sieh nach dem Banditen. Machen wir. Komm zurück unter den Lebenden. Wer bist du? Tja. Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig Kobilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Das ist weise. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Tja. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Tja. Gefälschte Groschen. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Menhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna. Ach, da bist du auch hin. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Menhard dort. Vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Okay. Und weiß Menhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Also kennt er sein Gesicht, okay. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Menhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Mhm. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Menhard gab sie mir und diesmal sollte ich Menhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Okay. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhard. Das war alles. Wozu der Angriff auf Merhuyet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Ich ahne Schlimmes. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Morcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Na toll. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist.
Okay. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle. Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislavitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Ich schätze nicht. Ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Das mache ich auch gerne. Okay. Wo ist dein Anführer jetzt? Keinen Schimmer. Nach Pribislavitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Okay. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Okay. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Schau mir verdammt nochmal nicht im Weg, Milcher! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Warum? Reden wir darüber. Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. So, er verliert immer. Guck mal, 12-7. Du willst doch kein Mörder sein. Meine Familie ist auch tot. Geh zur Seite und dir wird nichts geschehen. Das schaffen wir nicht. Nur zu, töte ihn. Nein, das wollen wir nicht. Du willst doch kein Mörder sein. Das kriegen wir hin. Hör mir zu, Stroh. Das hilft niemandem. Du bist ein anständiger Mensch, kein Mörder. Denk an deine Gattin. Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Mein Junge, in seiner Blüte ermordet. Nicht mal heiraten konnte er. Und dieser Halsabschneider soll weiterleben? Er bekommt seine gerechte Strafe. Du glaubst doch nicht, Herr Ratzig ließe ihn laufen. Was kümmert mich, Herr Ratzig? Nicht mal meinen eigenen Sohn darf ich rächen? Dann nimm ihn. Nimm ihn mit. Und lass mich mit nichts als Trauer zurück. Ich schwöre, dass er für seine Taten leiden wird. Schweig still und geh, bevor ich meine Meinung ändere. Okay. Mach schön die Tür zu. Alles in Ordnung. Alles super. Klappe zu da draußen. Ich würde sagen, ich mache hier ein Folgenpäuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird spannend. Bis dahin, euer Firefox.